Willkommen zurück bei High Five Live. Zusammen mit Dimitri Khalai. Dimi, hallo. Da. Da. Wortega. So, und wir beantworten jetzt Fragen, zumindest solange wir noch können. Denn die Zeit läuft. Was haben wir denn hier? Soll ich jetzt nach oben scrollen? Ich glaube nicht. Nein, doch ein bisschen. Na, schauen wir mal. Dimi, wenn ich nichts gleich sehe. Also ihr könnt jetzt starten mit Fragen. Ich warte hier einfach. Vielleicht sage ich noch ein, zwei Worte zur Story. Das wurde eben gefragt. Ja, stimmt. Die ist ähnlich wie in Dark Souls sehr, sehr kryptisch. Man hat nicht so eine große Mythologie im Hintergrund, sondern es ist eher orientiert daran, dass du ein Typ bist, der eine Krankheit hat, eine Lösung für die Krankheit sucht. Und alle in der Stadt haben die Krankheit aber auch. Aber es hat halt nicht so einen Plot wie ein Assassin's Creed oder so weiter. Das heißt, ein großer Reiz davon ist, das so rauszufinden, die Gegenstandsbeschreibungen zu lesen, Sachen zu interpretieren, zu spekulieren, die Dialoge sich anzuhören und zu interpretieren. Das heißt, so viel kann ich zur Story gar nicht sagen, weil ich nichts spoilern will, weil fast jeder Hinweis schon ein Spoiler wäre. Also quasi so das klassische Souls-Ding-Lore ist ordentlich vorhanden. Ja, aber halt nicht in dem Maß wie in Dark Souls, aber es liegt auch am Setting. Es ist halt nicht dieses Fantasy, Götter haben die Welt erschaffen Setting, sondern eher so ein Horror-Mystery-Hintergrund. Okay. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, sich damit zu beschäftigen. Aber wie ist es dann? Dann gibt es wahrscheinlich keine grandiosen Story- oder Plot-Twists oder so, ohne da zu spoilern. Aber Nein. Das war ja auch bei den Souls-Spielen nie. Das Spiel ordnet halt auch nichts für dich ein. Du musst dir selbst überlegen, was die Bosse jetzt sind, was da dahinter steckt. Zum Beispiel kämpfst du gegen so einen wütenden Pater und du kannst dann Rückschlüsse ziehen, okay. Wie der familiär zu anderen NPCs verbunden sein könnte. Mhm. Und das macht Spaß, aber das nimmt das Spiel halt nicht ab. Gibt es da eigentlich, also ist jetzt nicht eine Frage von den Zuschauern, weil momentan fragt kein Mensch. Gibt es da auch wieder es gab bei Dark Souls 1 und 2 diese absolut geilen, ich nenne sie mal Lösungsbücher. Also die hatten einerseits ja komplett alle Statuswerte und bla bla bla, als auch Maps und Geheimnisse, aber halt auch nochmal so die Charaktere vorgestellt mit den Stories. Und da fand ich halt so geil. Hast du da eine Ahnung, ob es da irgendwas gibt? Das weiß ich nicht. Aber ich finde, bei Dark Souls fand ich auch diese Lore-Videos geil, die es im Internet gab. Stimmt, ja. Da gab es ja viel. Und ich kann mir vorstellen, dass es sowas auf jeden Fall wieder geben wird, gerade bei den YouTubern, die sich damit auseinandersetzen. Ja, da gibt es gibt bestimmt auch noch mehr her. Ne? Ja, aber wie weit es jetzt ein Lösungsbuch gibt, das keine Ahnung. Vermalt schreibt, weiß man schon, was nächste Woche bei euch im Stream passiert? Ich habe eigentlich schon für ungefähr... Welche Kamera muss ich eigentlich benutzen, Marco? Das weiß man nie, ne? Gerne die neben dem Fernseher. Beide? Rechts. Hallo. Hallo, Vermalt. Ich habe schon so ein bisschen vorausgeplant für die nächsten 4 Wochen. Aber möchte ich noch nichts sicher dazu sagen. Kommt dann zeitnah bei Facebook noch eine Mitteilung. Oder bei Come On. Ja, jetzt geht's aber los, ne? Jetzt hier wieder. So, gucken wir mal. Jetzt kommen ein bisschen mehr Fragen rein. Weißt du schon, was nächste Woche bei eurem Stream passiert? Das hatten wir doch schon, Mensch. Sag doch was, Timmy. Lies jetzt nochmal vor. Ja, werde ich auch nochmal beantworten. Du bleibst jetzt 20 Minuten bei der einen Frage, weil du es immer wieder vergisst. Dark Funeral 66. Okay. Ich habe was gedrückt. Kennst du dich mit Windows 8 aus? Ich glaube, da muss irgendwo ein Desktop sein. Ah, Escape. Escape. So, was war, kann man irgendwo den Soundtrack erwerben, sagt Dark Funeral 666. Kann man den irgendwo erwerben? Bestimmt. Aber ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt viele Tracks gibt, weil die Hintergrundmusik ist bei dem Spiel ja eher so ein... Der ist bei der Collector's Edition dabei. Der ist bei der Collector's Edition dabei, sagt Marco, aber ob man ihn erwerben kann... Das Buch gibt es für 30 Euro, das Lösungsbuch bei Amazon. Marco ist unser Operator. Das Lösungsbuch von Marco, dem Operator, ja. Gibt es. Das hat Marco geschrieben. Das hat man in den letzten 2 Monaten. Mit zahlreichen Fotos von ihm in der Dusche. Bitte notieren, wenn mal ein Brettspiel hier bei Five, heißen wir Five Life High? Ja doch, ich glaube schon. Wenn, dann jetzt schon. Ja, ob jetzt? Da möchte ich der Eiserne Thron ein A Song of Ice and Fire Spiel empfehlen. Man spielt es zu 6, man kann sich richtig gut gegenseitig verraten. Das habe ich mal gezockt, das ist echt ganz geil. Nap ja. Die 6 sagt das. Das weiß ich nicht, ich finde das halt hart, andere Leute zu verraten, aber da er diese Aussage mit Affetzen Gaudi geschlossen hat, bin ich dabei. Wir haben es uns zu tun. Du weißt, wie man den Flow kriegt. So, War nicht weiter oben da was? Erstmal runter. Erstmal runter. Du, ich bin ja eh schon wieder viel zu weit oben. Ja. Du kannst dabei was einen Schwank aus deinem Leben erzählen. Ich habe mich gefreut, hier zu sein, weil Flo das schon lange angeteasert hat vorher. Mehr gibt es eigentlich nicht so zu erzählen. Ich bin nur an Bloodborne dran seit
seit ich denken kann. Ich könnte, aus welchem Grund wollt ihr die Subscriptions für den Kanal aktivieren, sagt Yogit4. Punkt, Punkt, Punkt und profitieren, Budget, Punkt, Punkt, Punkt. Aus dem Grund, dass wir auch ein bisschen was zum Leben brauchen, quasi, um unsere Sachen weiterhin zu finanzieren. Das ist halt ähnlich wie präsentiert von oder mal irgendwie ein Sponsoring oder so. Das ist halt, wer will, darf das. Ich meine, da wird ja keiner dazu gezwungen, darf sich ja trotzdem auch so anschauen. Einfach aus tatsächlich finanziellen Gründen natürlich auch. Also das muss man halt nicht unbedingt machen, kann man halt. Ja. Also das geht halt einfach nur darum, dass wir natürlich das nicht nur durch Lift und Liebe machen können. Und hast, bewegst du die Spielfigur, es wird das Spiel gar nicht mehr eingeblendet. Genau, und dementsprechend wird halt ja, das mit eingebaut. Aber das, ja. Aber Psychopathikus, der Stream ist ja für euch Arbeitszeit. Gibt es eine Zuschauerzahl, die ihr in Zukunft erreichen müsst, damit das weitergeht? Nee, derzeit gibt es die tatsächlich nicht. Da müssen wir einfach gucken, wohin die Reise geht. Es wäre halt schön, wenn sie nicht komplett rückläufig wird in den nächsten Wochen und Monaten. Aber eine festgelegte Zahl gibt es derzeit nicht, nee. Auch weil wir noch nicht genau wissen, wie es weitergeht, was wir bringen, was euch gefällt, welches Feedback wir bekommen. Das ist tatsächlich so von Woche zu Woche, muss man sich überlegen, könnte man das machen, macht man das und das. Es wird natürlich auch noch bald mehr geben. Es wird wahrscheinlich auch, so viel kann ich schon sagen, nach Ostern werden wir dann wahrscheinlich zweimal die Woche streamen. Das ist jetzt zumindest der Plan. Der Fisi, weiß nicht, ob er schon gefragt wurde, aber gibt es dieses Spiel irgendwann auch für den PC? Im Moment sieht es nicht danach aus. Ist bei einem Händler aufgetaucht? Es gibt Gerüchte, aber das heißt nichts. Ja. Also, es könnte sein, dass es so läuft wie mit Demon's Souls damals, dass es ein exclusive Sony PS4-Deal bleibt. Ja, also da muss man mal gucken. Ich meine, das ist ja. Aber da ist nichts in Stein gemeißelt, ja. Gerade bei so Exklusiv-Deals, von denen man immer meint, das geht ja gar nicht so. Das kann auch einfach timed exclusive sein. Richtig. Jintao, wann kommt der nächste Stream und schaut man euch? Nee, und euch schaut man gerne zu, mal so als Kompliment. Das freut uns. Wir haben uns gerade beim Pinkeln auch ausführlich darüber unterhalten. Gibt es da ein Foto von? Nee, aber Audioaufnahmen bestimmt. Sehr gut. Ja. Da hört man aber kaum was durch den kräftigen Strahl vom Herrn aus. So, das freut uns nächste Woche Mittwoch auf jeden Fall wieder gegen 14 Uhr. Und danach eben wahrscheinlich noch öfter nach der Osterwoche, nach dem Osterwochenende. Commerzpunk. Flo, spielst du die Spiele lieber blind oder informierst du dich auch zwischendrin über Waffen etc.? Ich hätte jetzt eigentlich für Half-Life vor, die Spiele möglichst blind mit euch quasi zu erleben. Fände ich halt viel spannender irgendwo, als wenn ich vorher schon eine Woche anzocke und bla bla bla. Also auch wenn wir irgendwelche Versionen haben, vielleicht kriegen wir auch mal Preview-Versionen rein, irgendwelche Dinge, die wir schon zeigen dürfen, dann möchte ich es eigentlich vorher nicht spielen. Und wenn ich mich auch blöd anstelle, mein Gott, aber ihr seid zumindest dabei und naja, könnt drüber lachen. Lustiger. Eben, das ist ja wichtig, dass ihr mich auslacht, so viel wie möglich. Du kannst dabei in der Zwischenzeit wieder singen, wenn du willst. Na gut, dann nicht. Hi mit Low.net. Ja. Wird es irgendwann auch Community Games geben oder nicht? Doch, ja, wird es geben. Auf jeden Fall. Ist auch fest mit in der Planung dabei. Wir könnten mal SingStar machen. Live. Leider halt das nicht. Das hätte ich halt so, sofort. Sprengt es die Mikros? Halt, nee, GEMA-Zeugs und ja, stimmt. Ja. Sofort. Wenn es an den Tag, an dem wir bei Twitch, sage ich euch, Lieder, SingStar-Lieder singen dürfen. Offizielle, ich bin der Erste, der das macht. Sofort, weißt du? Ja. Mit Demi. Wir machen das privat eh andauernd. Ja, Demi ist übrigens mein großer SingStar-Partner. Ja. Er hat eine Datenbank von, das wisst ihr wahrscheinlich schon, 200 Euro an Songs. Oder nee, mittlerweile sind es 250 oder so. Jetzt müsstest du mir tatsächlich mal, es tut mir sehr leid, aber der Akku ist leer. Machen wir das Kabel? Rechts am Boden. Das ist live und das finde ich auch schön. Wir haben uns vorher noch sollen wir das so über mich laufen lassen? Oder hast du da drüben einen Stecker? Nee, ist keiner frei. Marco, was sind das für Teile? Gib's mir? Ja. Ach so, das ist... Ist das ein... Das ist der falsche. Das ah nee, das ist es. Alles gut. So. Das hier kommt doch in den PC. So, jetzt muss das nur noch irgendjemand anstecken. Man will uns jemand mal helfen, weil wir wollen jetzt die Couch nicht verlassen. So, ich beantworte dabei Fragen. Coolio Gray, hallo Flo, ich hoffe, du hast dich über mein Geschenk gefreut am Freitag. War das das Fanpaket? Wenn es das Fanpaket war, war es der... Oh. Was? Ja, doch keine Frage. Alles gut, alles gut. Dann war es der Hammer. Vielen Dank. Ich habe die CD auch daheim. Marco, geht's dir kurz? Ich wollte nur mal nach links gehen. Ach so.
Ihr müsstet das jetzt sehen, was hier. Wir sehen das. Ja, ein bisschen schon, aber auf der Boden. Okay, das kriegen wir hin. Siehst du? Alles gut, ist doch heller geworden. Wir haben es auch. Nicht bewegen. Danke schon. Was immer du tust, Flo, nicht bewegen. Ja, Coolio Gray, sehr, sehr geil. Die ganzen Geschenke waren der Hammer. Batman steht ja auch schon hier. So, ich hoffe, dass ich dich jetzt da nicht verwechsel. Danke, Marco, schlagt Dark Funeral. Was nächste Woche im Stream kommt, habe ich gerade schon gesagt. Ich weiß es nur mit Sicherheit. Schau, da kommt er wieder, der Marco. Rahmschnitzel sagt so schön, eine Verpartnerung bringt neben dem Sub-Button und der Werbemöglichkeit auch, dass man beim Stream die Qualität eingestellt werden kann, sodass auch jemand mit schlechtem Internet flüssig zuschauen kann. Siehe Laura the Strange, die ja total abkackt, was beim... Sieht ihr uns nur alle paar Frames? Ja. Und das sind immer die schlechten Frames wahrscheinlich, in denen wir ab und zu mal schlecht ausschauen. Weil es wurde bewiesen, dass wir jeden 12. Frame nicht so gut aussehen. Ja. Das ist das bekannte 12-Frame-Problem. Schlechter Bart, Doppelkinn. Gut. Liest jemand von euch die Game of Thrones Bücher? Die Serie soll ja die nächste Season spoilern. Ja, hier. Ja, aber ich verstehe die Frage Marco. Nicht. Wie die Serie soll ja demnächst diese spoilern? Dass sie darüber hinausgeht, über die Bücher? Genau. Ja. Aha. Sie hat sie jetzt schon eingeholt. Das sind Charaktere tot, die, ohne so viel zu verraten, ganz spannend. Das sind Charaktere tot in der Serie, die in den Büchern noch leben. Marco, dich versteht aber keiner da hinten, oder? Ich hoffe doch. Also es sind Charaktere gestorben in der Serie, die in den Büchern noch leben. Deswegen greifen die wohl schon vor. Ich lese die Bücher nicht, weil ich habe Bücher eineinhalb gelesen und war etwas enttäuscht vom Schreibstil und vom ganzen Ding. Geht mir aber auch so. Die genau sind das. So oberhalb. Ich finde. Auf Englisch oder auf Deutsch gelesen? Ich auf Deutsch. Ich glaube tatsächlich. Auf Deutsch ist es nicht lesbar. Das ist auf Englisch mit das Beste, was ich je gelesen okay. habe. Okay. Ich sag Marco, ist es fantastisch. Das kann natürlich sein. Ich war halt so oberhalb, deswegen gut. Ja. Anime-Fan wird sich gerne um ein Praktikum von Juli bis August bewerben. Soweit ich weiß, dürfen wir keine Praktikanten mehr annehmen. Nehmen wir noch Praktikanten? Ich glaube, das war's mittlerweile. Sorry. Ansonsten gerne nochmal an High Five auf Facebook oder so die Frage stellen, weil ich nicht ganz sicher bin, aber ich wäre mir neu, dass wir jetzt noch welche nehmen dürfen. So, jetzt die Freude aber vorbei, schreibt vermalt. Ja. Ist das live, schreibt Helikoptermobil. Nein, du träumst nur. Das wäre halt geil, das wäre die am besten vorbereitete Show ever, wenn du jetzt live, wenn du jetzt aufgezeichnet reagieren würdest auf einen Live-Kommentar. Ja, das wäre der Hammer. Ja, aber auch so Vorhersagen, wie die Leute heißen und so. Das wäre schon geil. E-Lab, bei 200 Viewern wollt ihr ernsthaft was durch Abos einnehmen? So ein Blick. Nö, nee, nicht ernsthaft, ne? Also ernst ist ja eigentlich nichts. Ja, viel Spaß. Ja, nee, es ist halt der Sub-Button ist halt bei der Partnerschaft dabei und natürlich werden wir den auch einrichten. Ja. Und so. Oh, Laura the Strange, Frage an die beiden gut aussehenden Herren auf der Couch. Ja, die sind nicht da. Der Batman aus den 60ern. Batman, du meinst Adam West. Was ist aktuell euer Lieblingslied? Nein. Unsere Singstar-Lieblingslieder. Du such dir eins aus, schnell. Dein Lieblingslied, aus der Pistole geschossen. Jetzt gerade? Ja. Ich sag Wonderful Things von Ryan Korn. Höre ich zurzeit auf Spotify, finde ich total geil. Ist ein gute Laune-Ding, das sich so ein bisschen nach altem Schinken anhört. Okay, das ist peinlich, aber ich höre im Moment wirklich den Hotline Miami 2 Soundtrack. Wieso ist das denn peinlich? Das ist doch wunderschön. Aber das ist aus einem Spiel. Spiele sind für Kinder. Ja, das ist auch wieder recht. Das ist ganz schön peinlich. Na gut, Demi. Das war jetzt nichts, ne? Amadillo, der kommt nächste Woche mit auf die Couch. Das fallen mir nur blöde Antworten ein. Wir wissen es noch nicht. Das ist tatsächlich, wir wissen es noch nicht. Es kommt darauf an, was wir morgen, sag ich schon, nächsten Mittwoch spielen. Das könnte der Julius sein. Das könnte auch meine Mutter sein. Wenn meine Mutter endlich mal nach München kommen würde. So, Helikoptermobil. Schon wieder hier die Subs nicht aus Spaß aktiviert, kommt das Budget von High Five zugute oder versickert das Geld in AGI? Wenn, dann sollte es schon High Five zugute kommen, sonst wäre es für uns unklug. Werdet ihr bei der Sendezeit, also bei 14 Uhr bleiben, schreibt Morphil ein. Vorerst ja, wie es nach Ostern aussieht, muss man mal schauen. Vielleicht will man eher so auf 15 Uhr runtergehen. Mal gucken. Also ich möchte halt nicht, um es gleich klarzustellen, nicht um 17 Uhr streamen, weil ich... Wenn wir das tatsächlich 3 bis 5 Mal die Woche machen, und das soll sich jetzt nicht doof anhören, aber ich möchte auch irgendwann nach Hause und ein bisschen Privatleben haben. Und auch wenn ich dann später anfange, das wäre mir nicht so genehm, ehrlich gesagt. Aber 15 Uhr oder sowas, dann schon eher, könnte man sich vorstellen.
Ich heiße übrigens nicht der Heder Vilo. Ich heiße halt der Heder. Vielleicht meint er auch einen anderen. Gerhard Heder. Dark Funeral schreibt, und der Verlierer ist oder der Loser ist Flo Before Death. Ja, aber es war ja auch unfair. Ja, aber nicht schön. Anime-Fan, ich weiß nicht, wo Nino die Maske, die Pikachu-Maske hingepackt hat. Da müsste Nino kommen, dann kann ich es dir sagen. Warum steht Adrian hinter euch? Haha, Quecklane, nicht lustig. Wir haben Glöckchen auf dem Boden gemacht. Das nächste Mal hören wir. Klammer Miau, auf Twitch gibt es keine GEMA, nur mal so. Nee, da gibt es vielleicht die GEMA nicht in der Form, wie es auf YouTube gibt, aber Twitch streicht Videos, die lizenzierte Musik drin haben, leider Gottes, und das schon seit einigen Monaten. Madurauka, wie wäre es mal mit Marco im Hearthstone gegen die Community? Haben wir tatsächlich neulich besprochen. Könnte auch eine gute Möglichkeit sein. Werden wir wahrscheinlich auch umsetzen. Vielleicht auch mal... Das habt ihr gehört, oder? Hoffe ich. Ja, bestimmt. Das war Marcos erster Schlaganfall heute. Nein, ja doch, auf jeden Fall freut sich Marco drauf, wie ihr gehört habt. Oder hat wieder einen elektrischen Schlag gekriegt. Das ist nämlich ein und derselbe Schrei. Nee, auf jeden Fall. Also das fänden wir geil. Vielleicht laden wir auch jemanden von euch mal ein. Und Marco spielt dagegen. Und wird dann wieder sauer. Aber gut. Verliert nicht gern, der Marco. Nee, das mag er gar nicht. Verliert gar nicht, der Gute. Knuddelfix schreibt, oh ja, Knuddelfix. Warum habe ich es jetzt gesagt? Flo, dann hast du dir schon überlegt, ob dein Kind mit dir. Das fragt sich hier jeder. Wann entscheidet der Heider endlich, von wem er... Hab ich nicht schon mal irgendwann gesagt, ich würde so gerne Bastarde zeugen, ich kann aber nicht, weil meine Spermien so lethargisch sind. Durch die scheiß Strahlung von den ganzen Monitoren. Na gut. Ich hoffe, das kam klar drüber. Ich hoffe nur, dass ihr Subscriber anwerben nicht so nervig betreibt wie ein anderes Unternehmen aus München, Psychopathikus. Das hoffe ich doch auch. Ich habe da keinen Bock drauf. Nein, seid ein Subscribe-Button. Das muss auch keiner machen. In Gottes Namen. Jetzt aber Schluss mit Subscribe-Button, bitte. Wenn ihr da Bock drauf habt und uns zu unterstützen, dann ist das cool. Das werde ich natürlich, werde ich das auch sagen, weil es ist halt für uns auch wichtig. Aber nein, ich werde das nicht von vorne bis hinten bewerben. Dafür ist mir der Kanal auch zu wertvoll. Und ihr als Zuschauer auch, dass ich euch da irgendwie wegekel mit sowas. Aber wie gesagt, ein gewisses Maß an Dingen brauchen wir eben. Und nein, aber gut. Bohrflo, nehme ich nicht als Negativbeispiel, nur weil mein Internet scheiße ist. Sorry, Lara, sorry. So, was dann noch? Moinsen! Ja, grüß dich, Thermometer Peter. Morgen dir auch. Kommt Nino auch mal in den Stream oder hat er immer mit Nino Taco zu tun, Pierre? Nein, er kommt bestimmt auch mal. Das ist halt momentan, hat er halt gerade natürlich viel zu tun und so und ist ja demnächst auch mal im Urlaub, aber der wird schon auch mit reinhüpfen auf jeden Fall. Die Spielemusik ist der Hammer, vermalt, sagt das, findest du auch, ne? Mhm. Ich habe mich, glaube ich, noch kein einziges Mal bei dem Spiel auf die Musik konzentriert. Ich habe es ja vorher beim Boss. Abseits davon, ja, ich musste ja irgendwie schauen, ob die cool ist, aber meistens geht es ziemlich unter. Was geht denn da hinten schon wieder ab bei euch, Jungs? Ach du, Adrian fährt hoch, ne? Adrian hat so einen kleinen Aufzug. So, Spotify, stellst du auch zufällig deine Playlists öffentlich, lieber Flo? Schreibt Honeyblumen. Kann ich mal machen. Ich habe noch nicht so viel. Ich benutze es erst seit einer Woche, aber ich habe noch schon eine Playlist erstellt. Kann ich mal machen, wenn ihr Bock drauf habt. Gerne. Können wir nochmal besprechen. Werdet ihr den neuen Avengers euch ansehen? Ja, ja klar. Natürlich. Da gehen wir zusammen rein. Danke, danke. Ich habe auf die Gelegenheit gewartet, das zu fragen. Ja. Du Zipfel. Und direkt zuletzt wird der Heider zu verdorben. See what you did there. Half-Life, Anime-Fan schreibt, könnt ihr die Statue von The Evil Within wegnehmen, denn ich mag das Organ nicht, es macht mir Angst. Die machen Gehirne Angst? Nein. Wir können ja einen Kopf drum machen. Wir können... Ich möchte nicht wegnehmen, den Gehirn. Der macht mich schlau. Vielleicht beim nächsten Mal. Ich muss mal gucken. Spielen die auch nochmal? Der meint uns, glaube ich, schreibt Saduti. Oder war es das für heute mit BB? Der meint Bloodborne, glaube ich. Heute war es das mit Bloodborne, weil jetzt ist eigentlich auch schon Ende mit Chat, weil jetzt ist schon 16 Uhr. Das kommt noch auf YouTube und vielleicht machen wir es auch noch als Let's Play, wobei das halt schon echt extrem aufwendig ist. Die da hinten haben schon wieder irgendwie einen Schalk im Nacken, die Jungs. Na, oh, keineswegs. Gut. Aha. Fragerunde mit Nino wäre auch mal interessant, schreibt Lesbut, finde ich auch. Können wir auch gerne mal irgendwie machen. Knuddelfix, wie würdest du denn unser zukünftiges gemeinsames Kind nennen? Atomfried.
Ja, das sind jetzt schon wieder das kriegen wir noch durch. Habt ihr gezielt gesagt, ich möchte bei High Five bzw. bei der GameStar arbeiten? Wie gezielt? Bei der Bewerbung, ja. Nee, ich nicht. Ich wollte Hausmeister werden. Heizungsmechaniker, aber Flo jahrelang. Und früher Senfmaschinenmechaniker, Meister. Ja. Weil also, ich mal weiß da gesagt habe, hat keiner gewusst, was das ist. Nee, ich habe gezielt gesagt, wie die mir auch, ich wollte bei der GameStar arbeiten. Und dann habe ich gezielt gesagt, jetzt möchte ich mal bei High Five arbeiten. Ja. Und dann war es dann auch so. Geil, ne? Nachtäulchen schreibt, noch ein Versuch. Wart ihr von dem Game schon mal so gefrustet, dass ihr mehrere Tage nicht mehr angedeutet oder ganz gar aufgegeben habt? Wie ehrgeizig seid ihr beim Zocken? Ich gebe jetzt mal die Antwort und ich glaube, da würde ich dir wahrscheinlich, da spreche ich jetzt mit dir gleich. Ja, für mehrere Tage oder gar längere Zeit, bis ich mich dann wieder rangewagt habe, das meistens schon. Und dann ging es auch seltsamerweise, wo man sich vorher oft gefragt hat, warum zur Hölle habe ich das nicht geschafft? Und ich glaube, ehrgeizig sind wir beide. Ja. Aber ich glaube, selbst Dark Souls habe ich damals auch für eine ganze Weile weggelegt. Mhm. Weil ich gedacht habe, boah, das ist mir jetzt zu aufwendig dafür, dass man noch irgendwie ein Privatleben hat. Aber dann gibt's halt, dann kommt man irgendwann zurück und bleibt dann dabei. Ging mir ähnlich bei Ornstein oder Ornstein und Smog. Und dann habe ich es wieder angepasst, habe ich es wieder abgefuckt. Dann hast du es angefuckt? Ja, habe ich es angefuckt und dann hat mich das, Hat das Spiel zurückgefuckt und dann hast du gesagt, okay, das passt. Jetzt fucken wir mal. das ist ganz schön fuckig von dir, Dark Souls. Pixelkey schreibt, was sagt ihr zu der Kritik auf YouTube, weil ihr fünfmal die Woche streamen wollt? Immerhin scheinen viele sich darüber zu beschweren. Also, ich weiß nicht, ob es viele sind. Jetzt wird erstmal, das Ziel ist erstmal dreimal die Woche. Es ist bloß so, ihr dürft halt nicht vergessen, ich habe hier einen Job. Ich muss auch was tun in meinem Job. Und ich bin auch hier runtergekommen für High Five Live damals und auch wenn wir lange in der Planung waren, aber ich verstehe, wenn man sagt, na gut, aber es kommt so viel Content, aber zu sagen, weil ihr zu viel Content macht, das war nämlich dann auch die Sache, wenn ihr zu viel Content macht, verliert ihr mich als Zuschauer. Wo ich sage, na gut, aber ich meine, ihr wisst ja trotzdem, Freitag gibt es News, Fab Five, gibt es Donnerstags, Mittwochs immer ein Quick Preview oder Hider Hated oder so und ja, dann kommt halt das dazu. Vielleicht lagern wir es auch auf einem anderen Kanal aus oder so. Ich verstehe schon, dass es viel Content ist, aber ich kann halt nicht nichts machen. Also das wäre ein bisschen doof. Aber jetzt ist erstmal, wie gesagt, dreimal, viermal. Ich weiß auch nicht, ob fünf wirklich die finale Zahl ist. Vielleicht auch sieben? Nein, nein. Wir müssen gucken. Also es ist nicht so, dass ich nicht drüber nachdenke und mir das zu Herzen nehme. Dementsprechend mal schauen. Jetzt erstmal auf dreimal kommen und dann mal weiterschauen. Und wie lange auch? Vielleicht machen wir auch bis dreimal und gleich drei Stunden oder so. Das ist alles noch nicht in Stein gemeißelt. Also keine Angst. Sorry, Heider, vertippt. Ich weiß doch, wie du heißt. Heider, ja gut. Danke, Vido. Wir schenken den Evil Within Aufsteller nicht mehr, ja. Das ist meiner. Ich habe bei den Game News eine Mario-Melodie jedes Mal gehört. Aber wie heißt die Melodie? Anime-Fan schreibt das. Marco? Marco antwortet doch schon. Achso. War der schnell, ne? Der ist so schnell. Mario hat seine Hausaufgaben gemacht. Ja, haben wir auch. Eine riesige Heiderbüste wäre viel geiler, als dass man im Hintergrund schreibt. Die haben wir oben. Riesige Heiderbrüste wären auch mal lustig. Habt ihr die auch oben? Heiderbrüste, ja. Ja, gut. Ich weiß noch nicht, bei wem sie im Moment sind. Ryo Saki. Könntet ihr euch vorstellen, euch vegetarisch bzw. vegan zu ernähren? Wodka ist das cool? Kannst du dir vorstellen? Ich trinke oft Wodka mit Met. Met. Und Met. Dem ist auch einer der wenigen, der sein Met-Brötchen direkt in Met versenkt und es dann zu Wodka genießt. Nein, mein Mitbewohner ist tatsächlich Veganer und ihm zuliebe verzichte ich auf allzu viel Fleisch im Kühlschrank. Ja. Ich glaube, mehr kann ich da auch nicht leisten. Was tust du? Ich verzichte auf ein bisschen Fleisch im Kühlschrank. Weil ich sowieso hier immer das meiste esse. Aber du isst. Also. Also ich bin kein Vollzeit-Vegetarier oder so, aber ich ernähre mich zu Hause relativ fleischlos. Entschuldigung, du ernährst dich von Milch und Shakes und... Ja, aber nur noch 4 Kilo und dann gibt es wieder Fleischsommer. Ja, aber dass du mit dem Finger auf Leute zeigst wegen Ernährung... Also nicht wegen Ernährung, aber du musst doch Fleisch zu dir nehmen, Kind. Ja, mache ich ja auch. Du siehst doch meine Salate. Ja, gut, in unserer Salatbar gibt es ein Salatbuffet und wir decken dann oben nur so ein paar Blätter drauf, damit man das noch legal als Salat bezeichnen kann. Das ist fantastisch. Aber und drunter sind nur Hackbällchen. Das ist so krass. Und dann halt noch diese Tomate vielleicht noch und mal so ein Salatscheibchen, so das vielleicht auch an der Kasse zufällig runterfällt, damit man es nicht mehr essen muss. Ja. Das ist geil. So, Leswood schreibt, das ist okay, dass wir fünfmal die Woche streamen, denn man verpasst ja nicht so viel. Ja, Leswood. War das ein Kompliment? Nein, ich glaube nicht. Das finde ich so schade gerade. Okay. Kommt dann Heider Hated Bloodborne?
Das kommt darauf an, wie nett Bloodborne zu dir ist, oder? Aber Bloodborne schreibt doch keine Kommentare. Dann kann ich auch nicht haten. Ich liebe doch alles. Ich weiß nicht, Dark Funeral. Ich glaube, du bist ein bisschen betrunken. Finde ich übrigens toll von Dimi, dass er sich Zeit für die Live-Show genommen hat. Ach, Laura. Ich bin seit 6 Wochen arbeitslos. Der hat sich doch keine Zeit genommen. Der war draußen auf der Straße. Ja. Das ist normal. Manchmal wohnt er bei mir im Kühlschrank. Ich habe ja da nur Milch drin. Das findest du auch kein Fleisch mehr. Ja. Nein, finde ich auch super. Aber da freue ich mich auch. Ich komme hier nicht so hin. Stattdessen werde ich dir sanft das Hardhead schwingen. Danke. So. Gut, Fleisch der Wochen beim Heider. Ich empfehle ein gesundes Medkit oder den Wurstkoffer. Laura the Strange, ja. Das finde ich auch gut. Wenn die 4 Kilo runter sind, dann machen wir eine Fleischparty. Das wäre so gut. Ja, Hashtag Fleischsommer. Fleischsommer. Das wäre so gut. Mitternachtsfleischzug. Barbecue. Zum Beispiel, immer. The Day of the Jesus Usin. Blappern auf GameTube ohne Heider ist irgendwie nicht so toll. Drücke B. Yeah, Acetyl. Also heißt der Name. Ist der Name. So, ich glaube, jetzt müssen wir tatsächlich aufhören, weil es schon nach 4 ist und wir nicht ständig überziehen dürfen. Und Demi muss weiterarbeiten. Und ich mir den Finger angebrochen habe. Soll ich nochmal knacken lassen? Das sind genug Argumente aufzuhören. Ja, ich werde alt. Von daher, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Danke fürs fleißige Kommentieren, danke fürs fleißige Fragen stellen. Die Tage findet ihr natürlich eine Info, was dann als nächstes kommt am Mittwoch. Vielleicht ist Demi bald wieder dabei, würde mich freuen, war sehr cool. Mir auch. Dankeschön. Und danke fürs Erklären und danke fürs gute Ausschauen. Und danke dafür, dass du Adrian von mir weggehalten hast. Nee, hast du ja nicht. Da hast du ziemlich versagt, veganer Bruder. Aber beim zweiten Mal hat es nicht mehr geklappt. Wir haben alles ausgelegt mit Glöckchen und Stacheln. Das wäre so geil, wenn wir beim nächsten Mal Stacheldraht auslegen. Und je größer sie sind, desto tiefer fallen sie. Und hockt halt dann halt auch 1,5 Stunden blutend hinter der Couch und schreit. Hä? Da ist er still. Jawohl. Er redet mit uns, aber wir sehen ihn nicht. So, gut. Ja. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für alles. Wir freuen uns auf nächsten Mittwoch und ich wünsche euch eine geile Woche. Wir sehen uns ja eh noch bei Come On auf der Couch. Ja, und dann würde ich sagen, danke natürlich auch an Marco und an Adrian und an Julius, der überhaupt nichts mitkriegt. Juhu! Und... Ihr streamt? Julius ist total von den Socken. Demi? Und genau, bei Fragen und so weiter, Feedback immer gerne irgendwo auf Facebook, per Mail, bla bla bla. Gerne. Ja gut, dann macht's gut. Demi, wir winken uns hinaus. Tschüss. Und tschüss, bis bald. Ciao. Servus. Es ist jetzt nicht eine Frage von den Zuschauern, weil momentan fragt kein Mensch. Gibt es da auch wieder es gab bei Dark Souls 1 und 2 diese absolut geilen, ich nenne sie mal Lösungsbücher. Also die hatten einerseits ja komplett alle Statuswerte und bla bla bla, als auch Maps und Geheimnisse, aber halt auch nochmal so die Charaktere vorgestellt mit den Storys. Und das fand ich halt so geil. Hast du da eine Ahnung, ob es da irgendwas gibt? Das weiß ich nicht. Aber ich finde bei Dark Souls fand ich auch diese Lore-Videos geil, die es im Internet gab. Stimmt, ja. Da gab es ja viel. Und ich kann mir vorstellen, dass es sowas auf jeden Fall wieder geben wird, gerade bei den YouTubern, die sich damit auseinandersetzen. Ja, da gibt es gibt bestimmt auch noch mehr her, ne? Ja, aber wie weit es jetzt ein Lösungsbuch gibt, das keine Ahnung. Vermalt schreibt, weiß man schon, was nächste Woche bei euch im Stream passiert? Ich habe eigentlich schon für ungefähr, welche Kamera muss ich eigentlich benutzen, Marco? Das weiß man nie, ne? Gerne den Fernseher. Beide? Rechts. Hallo. Hallo, Vermalt. Die Dialoge sich anzuhören und zu interpretieren. Das heißt, so viel kann ich zur Story gar nicht sagen, weil ich nichts spoilern will, weil fast jeder Hinweis schon ein Spoiler wäre. Also quasi also das klassische Souls-Ding-Lore ist ordentlich vorhanden. Ja, aber halt nicht in dem Maß wie in Dark Souls, aber es liegt auch am Setting. Es ist halt nicht dieses Fantasy-Götter haben die Welt erschaffen-Setting, sondern eher so ein Horror-Mystery-Hintergrund. Aber es ist, macht auf jeden Fall Spaß, sich damit zu beschäftigen. Aber wie ist es dann? Dann gibt es wahrscheinlich keine grandiosen Story- oder Plot-Twists oder so, ohne da zu spoilern. Aber nein. Das war ja auch bei den Souls-Spielen nie. Das Spiel ordnet halt auch nichts für dich ein. Du musst dir selbst überlegen, was die Bosse jetzt sind, was da dahinter steckt. Zum Beispiel kämpfst du gegen so einen wütenden Pater und du kannst dann Rückschlüsse ziehen, wie der familiär zu anderen NPCs verbunden sein könnte. Mhm. Und das macht Spaß, aber das nimmt das Spiel halt nicht ab. Gibt es da eigentlich... ich habe schon so ein bisschen vorausgeplant für die nächsten 4 Wochen, aber möchte ich noch nichts sicher dazu sagen. Kommt dann zeitnah bei Facebook noch eine Mitteilung oder bei Come On. Jetzt geht's aber los, ne? Jetzt hier wieder. So, gucken wir mal. Jetzt kommen ein bisschen mehr Fragen rein. Weißt du schon, was nächste Woche bei eurem Stream passiert? Das hatten wir doch schon, Mensch. Sag doch was, Timmy. Lies jetzt nochmal vor. Ja, werde ich auch nochmal beantworten. Du bleibst jetzt 20 Minuten bei der einen Frage.
weil es immer wieder vergisst. Dark Funeral 66. Okay. Ich habe was gedrückt. Kennst du dich mit Windows 8 aus? Ich glaube, da muss irgendwo ein Desktop sein. Ah, Escape. Escape. So, was war, kann man irgendwo den Soundtrack erwerben, sagt Dark Funeral 666. Kann man den irgendwo erwerben? Bestimmt. Aber ich, oder, also ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt viele Tracks gibt, weil die Hintergrundmusik ist bei dem Spiel ja eher so ein... Willkommen zurück bei High Five Live. Zusammen mit Dimitri Halai. Dimi, hallo. Da. Wortegar. So, und wir beantworten jetzt Fragen, zumindest solange wir noch können, denn die Zeit läuft. Was haben wir denn hier? Soll ich jetzt nach oben scrollen? Ich glaube nicht. Nein, doch ein bisschen. Schauen wir mal. Dimi, wenn ich nichts gleich sehe. Also ihr könnt jetzt starten mit Fragen. Ich warte hier einfach. Vielleicht sage ich noch ein, zwei Worte zur Story. Das wurde eben gefragt. Ja, stimmt. Die ist ähnlich wie in Dark Souls sehr, sehr kryptisch. Man hat nicht so eine große Mythologie im Hintergrund, sondern es ist eher orientiert daran, dass du ein Typ bist, der eine Krankheit hat, eine Lösung für die Krankheit sucht. Und alle in der Stadt haben die Krankheit aber auch. Aber es hat halt nicht so einen Plot wie ein Assassin's Creed oder so weiter. Das heißt, ein großer Reiz davon ist, das so rauszufinden, die Gegenstandsbeschreibungen zu lesen, Sachen zu interpretieren, zu spekulieren. Das ist bei der Collectors Edition dabei, sagt Marco, aber ob man ihn erwerben kann? Das Buch gibt es für 30 Euro, das Lösungsbuch bei Amazon. Marco ist unser Operator. Das Lösungsbuch von Marco, dem Operator, ja. Gibt es. Das hat Marco geschrieben. Euro. Das hat man in den letzten zwei Monaten. Mit zahlreichen Fotos von ihm in der Dusche. bitte notieren, wenn mal ein Brettspiel hier bei Five, heißen wir Five Life High? Ja doch, ich glaube schon. Wenn, dann jetzt schon. Ja, ab jetzt. Da möchte ich der Eiserne Thron ein A Song of Ice and Fire Spiel empfehlen. Man spielt es zu sechs, man kann sich richtig gut gegenseitig verraten. Das habe ich mal gezockt, das ist echt ganz geil. Nap ja. Die Sakes sagt das. Das weiß ich nicht, ich finde das halt hart, andere Leute zu verraten, aber da er diese Aussage mit Affetzen Gaudi geschlossen hat, bin ich dabei. Wir haben es uns zu tun. Weiß, wie man den Flow kriegt. So, War nicht weiter oben da was?